Der menschliche Verstand kapituliere vor der schieren Anzahl der Taten. Das sagte der Vorsitzende Richter heute in seiner Urteilsbegründung im Fall Högl. Wie viele Menschen der ehemalige Krankenpfleger tatsächlich umgebracht hat, weiß man nicht. Es können mehrere hundert sein. Zweifelsfrei bewiesen wurden ihm immerhin mehr als 85 Morde, die größte Mordserie in Nachkriegsdeutschland. Doch damit ist die ganze Dimension dieses Falls noch nicht beschrieben. Denn der Fall Högl ist auch ein Justiz- und Klinikskandal, der mit dem heutigen Urteil keineswegs abgeschlossen ist. Ermittlungen wurden verzögert, Akten nicht bearbeitet. Am schwersten aber wiegt das Verschweigen und Vertuschen auf Seiten der betroffenen Kliniken. Denn wie viele Menschen könnten noch leben, wäre der Mann bei Zeiten gestoppt worden? Marlin Ilau und Wilhelm Tacke berichten. Andrea Wennicker verliert ihren Vater kurz vor Weihnachten 2002. Gemeinsam mit ihren Schwestern und ihrer Mutter ist sie im Prozess als Nebenklägerin dabei. Das Verfahren hat für sie endlich Gewissheit gebracht. Nils Högl erinnerte sich ganz genau an diesen Fall. Kein gutes Weihnachtsgeschenk für die Familie, habe er noch gedacht, sagte er lapidar vor Gericht. Nun muss er lebenslänglich in Haft. Wir sind froh, dass wir es jetzt hinter uns gebracht haben. Und das war jetzt auch das Letzte, was wir für unseren Papa tun konnten. Ich denke, wir haben alles nochmal gegeben, dass er auch seine gerechte Strafe dafür kriegt. Auch der Großvater von Christian Marbach wurde ein Opfer Högls. Eine ganze Branche von Menschen, die Top-Arbeit machen, in Misskredit gebracht, nur um sich selbst zu profilieren. Ich möchte ihn nie wieder in Freiheit sehen. Wie konnte es geschehen, dass Högl so viele Jahre mordete, ohne dass ihn jemand stoppte? Die Vorwürfe gegen die damaligen Mitarbeiter der Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst wiegen schwer. Immer wieder mussten Menschen reanimiert werden, wenn Högl Schicht hatte, wenn er Patienten Medikamente spritzte, die zum Herzstillstand führten. Im Klinikum Oldenburg wurde er wegen dieser Auffälligkeiten entlassen, mit einem guten Zeugnis. In der Klinik Delmenhorst fand er einen neuen Job, mordete weiter. Ja, inwieweit es dazu kommen konnte, dass Mitarbeiter unter Umständen weggesehen haben, bewusst sich entschieden haben, nichts zu tun, um eventuell den Ruf des Klinikums oder auch der Klinik in Oldenburg zu schützen. Und das wird der Folgeprozess herausarbeiten müssen und dafür werde ich noch mal kämpfen. Dabei war es durchaus aufgefallen, dass die Todesrate in die Höhe schoss, wenn Högl Dienst hatte. Es wurde über den Todeshögl getuschelt, sogar Strichliste geführt. Doch wieso ging niemand zur Polizei? Erklärungsversuch des jetzigen Klinikchefs. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler im System ist oder ob es auch da ein Fehlverhalten Einzelner war, hier vor 20 Jahren. Da sind ja noch Verfahren anhängig, zu denen werde ich, das werden Sie auch verstehen, nicht sehr viel sagen können. Aber ja, es gab vor fast 20 Jahren hier im Haus einzelne Personen, in denen die Überzeugung wohl gereift ist, dass mit diesem Mitarbeiter etwas nicht stimmt. Mit dem Urteil ist das Kapitel Högl noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Verantwortliche der Kliniken. Weitere Verfahren gegen Ärzte und Pfleger stehen noch an, in denen geklärt werden soll, warum die Kontrollsysteme in den Kliniken derart versagt haben. Und über diesen Fall Högl wollen wir noch mit einem Experten sprechen, der sich mit diesem Fall intensiv befasst hat. Mit Professor Karl H. Beine, Chefarzt am St. Marienhospital in Hamm und Professor für Psychiatrie an der Universität Wittenherdecke. Guten Abend, Herr Professor Beine. Guten Abend, Frau Slomka. Was an diesem Fall besonders bestürzt ist, dass es Alarmzeichen und Auffälligkeiten gab. Man wusste, da stimmt was nicht, wenn der Pfleger Högl auf Station war. Aber es wurden intern überhaupt keine Konsequenzen gezogen. Sie kennen sich mit Kliniks Innenleben aus. Wie erklären Sie sich das? Das ist von außen schwer zu erklären. Es stehen weitere Prozesse bevor, die dankenswerterweise in diesem Prozess gegen Nils Högl in ihrer Notwendigkeit erkennbar geworden sind. Und es ist wahrscheinlich so, dass gescheut wurde der Gang an die Öffentlichkeit. Sehen Sie, für eine Klinik wie die in Oldenburg ist das natürlich ein Gau, wenn so etwas bekannt wird, zumal es dort gerade einen Hygieneskandal gegeben hatte
Und insofern war man ganz offenbar sehr bemüht, die Öffentlichkeit herauszuhalten. Also Sorge um einen Imageverlust. Aber dass man den Mann dann auch noch weglobt, obwohl es den Verdacht gibt, dass da regelmäßig Patienten in Lebensgefahr geraten, das ist ja schon bemerkenswert. Es ist so, dass dieses Vorgehen leider kein Einzelfall ist. Es gibt dafür weitere Beispiele, dass im Gesundheitswesen so gehandelt wird. Und das ist umso bedauerlicher, als selbstverständlich sich genau dadurch Tatzeiträume verlängern und Opferzahlen erhöhen. Und insofern ist natürlich in erster Linie Nils Högl selbst verantwortlich und schuld dafür, dass er mordet. Aber das System, der Kontext, trägt eine Mitverantwortung. Man hat es Nils Högl sowohl in Oldenburg als auch in Delmenhorst viel zu leicht gemacht, zu morden. Welche Maßnahmen müssten denn ergriffen werden, um solche Fälle, zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, zu reduzieren? Also müsste man zum Beispiel automatisch Ermittler einschalten, sobald es da irgendwelche statistischen Auffälligkeiten gibt? Also in allererster Linie muss man solche Fälle am eigenen Arbeitsplatz und im eigenen Krankenhaus für denkbar, für möglich halten. Es kann nicht sein, dass wir weiterverfahren nach dem Motto, so etwas passiert, aber auf keinen Fall bei uns. Darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, dass wir in der Lage sind, die Zunahme von Todeshäufigkeiten zu erkennen und sie zu korrelieren mit den Dienstplänen, sodass auffälliges Mitarbeiterverhalten erkennbar wird. Aber am allerletzten Ende wird es mindestens genauso sehr darum gehen, dass wir einsehen und wissen, dass uns permanente Hetze im Beruf und Stress im Beruf anfällig macht für Fehler. Das gilt für jeden Beruf und das gilt selbstverständlich auch für Krankenschwestern und Krankenpfleger. Und die Mutter einer guten Behandlung ist allemal die differenzierte und genaue Beobachtung. Und das lässt sich schwer realisieren mit einem Personalbestand, der heute in 2019 im Bereich von Krankenhauspflege so ist wie vor 25 Jahren bei ganz erheblich gesteigerter Fallzahl und bei ganz erheblich gesteigerter Frequenz von Behandlungen, die durchgeführt werden in deutschen Krankenhäusern. Sagt der Professor und Chefarzt Karl H. Beine. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte schön.